Willkommen, liebe Krepolis-Fans, zu diesem neuen Let's Play Krepolis. Hier sind wir wieder bei dieser Welt, ja, wo ich bisher die letzten Aufnahmen auch gemacht habe. Ja, hier seht ihr meinen aktuellen Stand mit meiner Allianz. Viele haben mich schon eingeladen in ihre Allianz. Wir können den Namen nennen, auch richtig gute Allianzen, die unter den Top 5 sind, sage ich einfach mal. Da waren auch zwei dabei. Interesse mir gefunden hätten. Doch ich habe die hier mit meiner eigenen Allianz. Das sind alles richtig nette Leute, die auch aktiv im Forum sind und so weiter. Aber ich will jetzt keine genauen Informationen geben. Ich will auch hier nicht zu weit rumscrollen. Dann seht ihr, wenn wir aus Bündnis haben. Das mache ich dann auf der neuen Welt und die neue Welt startet morgen. Die Welt heißt Mionia, wenn ich das richtig ausspreche. Zu den Informationen dieser Welt: Geschwindigkeit ist 2, also die Spielgeschwindigkeit im Senat. Einheitsgeschwindigkeit ist 1, Handelsgeschwindigkeit ist 2. Eroberungssystem ist Belagerung, also ich finde Belagerung ist besser, denn ich habe in meinem Leben 4 Jahre Belagerung gespielt und 3 Jahre Revolte. Darum kann ich Belagerung einiges besser. Auch wo ich über 1 Million Punkte hatte, war auch Belagerung und alles, ja. Statt Belagerungszeit 24 Stunden, Gründungszeit auch 24 Stunden, irgendwie klar. War schon mal anders, glaub schon, oder? Ja, glaub schon. Götter sind auch alle wieder dieselben. Miliz 3 Stunden, ja, ist denn ich auch bisher immer so gewesen. Soweit ich zurückdenken kann, von Kappa bis hier, jetzt immer 30 Stunden. Also soll ich 3 Stunden. Allianzlimit ist 60. Naja, ich finde 60 ist das beste Limit, denn manchmal ist es 30, manchmal sogar auch 20. Ja, und ich finde mit 20 oder 30 ist nicht so gut. 60 ist einfach das Beste. Nach Bonus 0 bis 7 Uhr finde ich auch geil, denn da können wir richtig angreifen. Anfängerschutz 5 Tage, auch normal und moral aktiv. Ja, können wir nicht viel daran ändern. Muss ja so sein. Auf jeden Fall bei der neuen Welt werde ich mich richtig reinsteigern. Hier dann nur noch so ein bisschen nebenbei spielen. Also der neuen Welt weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich mache eine Allianz auf. Eine eigene. Bin mir aber noch nicht sicher. Also, und die Leute, die dieses Video jetzt schauen, hier sind schon überall Kolonieschiffe von meiner Allianz unterwegs. Also es würde sich nicht lohnen, glauben zu müssen, hier uns alles zu versauen und hier etwas hinzuschicken, haben wir gerade geklärt im Forum. Ja, es gibt einige Spieler, die hier noch ihre Städte holen wollen. Ja, habe ich auch nichts gegen. Ich habe jetzt zwar Zielstadt ausgewählt, denn da habe ich keine Einheiten, nur diese 5 Streitwägen aus Unterstützung von meinen Verbündeten hier, aus Melder sozusagen. Ja, was, sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Auf meine Sparte 3 will ich jetzt nicht genau eingehen, denn hier werde ich in öfteren besucht. Was ich nicht verstehe, wie kann man mit neuen Feuerschiffen angreifen? Ich kapier's nicht, ich kapier's nicht. Naja, sie werden es wohl können. Hier auch nochmal mit neuen Feuerschiffen, ich verstehe das einfach nicht, aber naja, bleibt er ihnen überlassen. Sonst gibt es nicht so viel zu sagen. Dann sehen wir uns morgen auf der neuen Welt. Da werde ich eine halbe Stunde aufnehmen morgen, damit wir auf der neuen Welt unter den Top 10 Spieler sind. Und ja, werde ich auch mit Goldmissern spielen. Ja, ja, das seht ihr ja dann alles morgen. Lasst euch überraschen. Dann wünsche ich euch heute noch einen recht schönen Abend. Bis morgen. Freut euch darauf. Euer Mario.